Wir begrüßen euch herzlich auf unserem Kanal Mitschöpfersein. Heute habe ich für dieses Video das Thema Magie der Liebe gewählt. Wieso? Weil die Erde ist Götterschule. Aus diesem Grund seid ihr auf die Erde gekommen. Und Magie der Liebe ist die Möglichkeit, wie aus einem Mann und Frau wird in dieser Beziehung zum göttlichen Beziehung, wie kann man schnell die Kraft, die notwendig von Mensch zu Gott übergehen. Mit Magie der Liebe kann man das holen. Wir klären euch später, wie es funktioniert. Ich heiße Tatjana Babkina. In diesem Körper lebe ich schon 51 Jahre und mittlerweile weiß ich, dass ich 17.000 Jahre auf der Erde verbracht habe. Und es ist mir aufgefallen, als ich habe alle meine diese Inkarnationen auf der Erde jetzt gerade nicht erfrischt, habe mich erinnert und an bestimmte Zeitepochen, was habe ich gemacht, wie habe ich gemacht. Und gerade vor kurzem ist eine Inkarnation hat mich beschäftigt. Als nach der Atlantis-Zeit kam ich, also als Atlantis ist, Atlantis-Zeit wurde beendet, habe ich für bestimmte Zeit, ich kann nicht sagen, wie lange es hat gedauert, habe ich die Erde verlassen und ich war auf dem Sirius. Auf dem Sirius habe ich mit einem Partner gewirkt und als ich mich für die nächste Aufgabe bereitgestellt, ich musste damals als Pharaonin auf der Erde gehen, und 2000 Jahren müsste ich mich mit göttlicher Matrix auf der Erde beschäftigen. Und mein Partner hat gesagt, es interessierte ihn nicht so diese Aufgabe, weil ihm war zu wenig Actions. Und dann habe ich gesagt, geschluckt, sagt, okay, wenn es mit mir Zeit zu verbringen ist, zu wenig Actions, ist okay. Und es hat bestimmte Zeit gedauert, bis ich mich für einen Partner entscheiden müsste und ich brauchte einen Partner, ich kann nicht alleine mich für die göttliche Matrix kümmern. Und dann ist eine Partner auf mich zugekommen und er hat gesagt, er würde gerne mit mir gehen, aber er weiß, dass er kein Gott ist. Aber er hat mich berührt, weil seine Situation, er hat eine Partnerin gehabt, dort auf der Sirius, und sie wollte unbedingt Kind haben. Und sie hat wirklich zu ihm gekommen und hat gesagt, sie wünscht sich ein Kind. Und er musste damals auch für bestimmte Zeit Sirius verlassen und eine Aufgabe erfüllen. Und hat gesagt, okay, haben sie Kind erzeugt. Und als er kam zurück auf Sirius, sie hat ihm einfach dieses Mädchen so in Hände gedrückt, hier ist deine Tochter, ist mir langweilig, auf Mädchen zu kümmern, ich habe eine Aufgabe übernommen und ab jetzt du kümmerst um dieses Mädchen. Und er hat für bestimmte Zeit, ich weiß nicht, wie lange es diese Kindheit vergeht, er hat lange Zeit wirklich keine Aufgaben übernommen und sich mit Liebe voll auf diese, mit, für dieses Mädchen war, also um dieses Mädchen gekümmert hat. Und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, dass jetzt ist Tochter kann selbstständig auf Sirius leben. Es gibt es die anderen Lehrer, Meister, die werden sie dann weiter ausbilden. Und er würde gerne nach dieser langen Pause wieder eine Aufgabe übernehmen. Und dann, es hat mich wirklich berührt, seine Art, wie er es auf mich gekommen, dass er wollte wirklich mit mir diese Aufgabe erfüllen. Und da bin ich wirklich zu diesem Rat vom Sirius gekommen und habe gesagt, ich habe Partner. Und nach Diskussionen, dass er ist dann zu schwach, nicht genug Fähigkeiten, nicht genug Aspekte. Ich habe gesagt, ich habe mich entschieden, ich habe einfach nur Kontakt aufgenommen mit damals mit den Titanen, weil ich habe wurde abgesprochen, dass wenn ich mit dem Ägypten diese Aufgabe fertig 2000 Jahre, dann habe ich direkt, musste dann zum Titanen gehen, dort eine Aufgabe übernehmen. Und ich habe direkt den König von Titanen informiert, morgen
verlasse ich Sirius, ich gehe für 2000 Jahre auf die Erde, wieder eine Aufgabe erfüllen. Wenn ich diese Aufgabe erfülle, in 2000 Jahre komme ich dann auf den Planet oder Universum von Titanen. Wir sind als Lichtwesen mit ihm gekommen auf die Erde. Die Körper waren, zwei Körper für uns wurden vorbereitet, sie werden probiert. Und ich kann nicht sagen, also es war wirklich, es war keine Menschenkörper, sie waren viel, viel größer als Menschen. Ich weiß nicht, dazwischen, ich weiß nicht, so 3 oder 5 Meter, ich tendiere, also zwischen 4 und 5 Meter. Meine Partner hat mich immer dann ein paar Mal, wirklich immer wieder meine Kleine genannt. Das hat mich zuerst gestolpert. Ich habe gesagt, ich bin älter als sie. Und er hat immer gesagt, meine Liebe, Sie sind 65 Zentimeter kleiner. Also muss er getan bei 4 Meter sein. Wieso erkläre ich das? Wir waren mit ihm 2000 Jahre hier auf der Erde. Unsere einzige Aufgabe war, die göttliche Matrix zu nähren, nähren und nähren. Wir haben uns wirklich mehrmals am Tag vereinigt. Und mit Vereinigung, das ist genau das, was ich werde erklären heute, das ist für mich das, was ich nenne als Magie der Liebe. Wir waren 2000 Jahre. Am Anfang, er war eine der Schwestern vom Sirius. Nach 100 Jahren, innerhalb von 2000, nach 100 Jahren, hat er bei mir Stufe erreicht, ein Gott zu sein. Das ist diese Magie der Liebe, das ist der kürzeste Weg. Wo kann Mann und Frau wirklich Bewusstsein erhöhen und wirklich von Mensch zum Gott werden? Wie es funktioniert. Es ist natürlich schön und einfacher, wenn man das wirklich, wenn ihr seid in Beziehung und eure Beziehung läuft auf der Basis der Liebe. Aber es kann auch funktionieren, weil ich habe jetzt zum Beispiel, letzte Jahre habe ich jetzt probiert, es funktioniert auch ohne Partner. Wenn es funktioniert bei mir, ich kann euch weitergeben. Wieso ich mich für dieses Video entschieden, wieso mache ich dieses Video? Es hat bei mir funktioniert. Es wird bei euch funktionieren. Und ich helfe, ich zünde in euch diesen Fluss, wie kann man wirklich mit Hilfe von dem mit der Liebe, mit der Partnerschaft, wie kann man wirklich schneller sich weiterentwickeln, schneller von Mensch zum Gott werden oder zu Göttin. Von kurzem habe ich hier irgendwo gelesen, dass Männer können nicht das alleine ohne Partnerin, die Männer brauchen über die Partnerin. Ich habe letzte Zeit wirklich mit vielen kosmischen Wesen nicht konfrontiert, ich kommuniziere. Ich kann nicht sagen, dass ich kann, also ich mache schon Channeling. Ich habe gerade ein Video gedreht, ich habe wirklich Channeling mit Plejaden gemacht habe. Aber mittlerweile brauche ich nicht. Ich kann wirklich mit jedem kommunizieren, ich kann jedem fragen und wirklich hole mir Informationen und spüre sie. Also, ich sehe das so, dass ich bin wie ein Radiosender. Ich muss mir nur anstellen, an welcher Sender und ich bin direkt mit dem verbunden bin. Also wie ist das funktioniert? Das ist wirklich diese Sakral, das ist das Schönste, wieso auf der Erde genau diese Paare, Männer und Frauen zusammenleben. Also Männer und Frauen, das sind die zwei verschiedenen Menschentypen, Menschenwesen, die auf der Erde leben. Frauen leben, sie erkundigen diese Welt über ihre Emotionen und Gefühle. Eine Frau kann man nicht verstehen. Die Frau versteht sich selbst nicht. Sie ist Emotionalwesen und jede Frau ist eigentlich, ich sage immer, Atomkraftwerk. Weil die Frauen produzieren so starke diese, wenn wir etwas denken, dann noch mit diesen Emotionen, mit Gefühlen, dann schießen wir wie Atombombe. Wieso Kinder verletzen sich? Weil Mama Angst hat. Weil Mama so viel Angst produziert. Sie ist in diesem Schwung, das Kind, was passiert, Kind passiert, Kind passiert, genau das passiert. Wieso? Weil Mama das ins Leben gerufen. Also Frauen vorsichtig mit ihren Gefühlen. Männer leben, erkundige diese Welt durch Logik. Männer müssen verstehen.
Sie wollen verstehen. Und das ist der Grund, wenn wir miteinander kommunizieren, wenn wir miteinander einfach nebendran schlafen, dann gibt es diesen Energieaustausch. Das ist der Grund. Also, wie ist bei mir mit meinem damaligen Partner in Ägypten gelaufen? Wir haben unsere Energie vereinigt. Wenn Mann und Frau vereinigen sich, ich nenne das nicht Sex. Das ist nicht Sex. Sex nenne ich das, was läuft auf der erste Chakra. Nur auf erste Chakra. Das, was ich meine, was ich werde euch erklären, wie kann man erste Chakra mit der vierte Chakra, mit dem Herzzentrum in gleichen Fluss bringen. Und das wird euch Kraft geben. Wieso habe ich dieses Video genannt, Magie der Liebe als Quelle für die Kraft. Ihr holt so Kraft. Das wird eure Kraft, kann niemand diese Kraft nehmen, das ist nur eure Kraft. Also, wenn wir haben uns vereinigt, dann Mann gibt Frau Kraft. Ich habe gerade vor kurzem gesehen, man braucht Frau, damit er an die Kraft kommt. Nein, ihr braucht keine Frau, ihr habt diese Kraft, das ist eure Kraft, das ist eure Energie, Kraft, das ist wirklich in die ersten sexuelle Chakra bei euch. Ihr habt diese Kraft immer. Das ist diese Kraft, die euch bringt etwas, dass ihr erschafft etwas im Leben. Also, wenn ihr vereinigt euch mit Frau, ihr gibt immer diese Kraft. So funktionieren, wenn wir vereinigen uns, gibt Kraft. Und dann ist natürlich an der Frau abhängig. Wenn eure Frau hat keine Liebe, spürt nicht Liebe, das kann sein, dass sie einfach nimmt. Das sind die für mich Parasiten. Sie nur nehmen, ohne etwas zu geben. Kann sein, dass sie einfach isst, also frisst eure Kraft, ohne weiterzugeben. Das gibt es auch, aber das ist von euch, das ist in eurer Entscheidung, braucht ihr solche Partnerin oder nicht. Also, ich spreche, wie in meinem Sinn war. Ich habe Kraft von meinem Partner bekommen. Diese Kraft habe ich direkt ins Herz geleitet. Das läuft bei mir automatisch. Das habe ich schon vorher, also ich weiß nicht, so Millionen oder Hunderttausend Jahren gemacht. Das ist immer funktioniert so. Also Kraft kommt ins Herz und dann habe ich diese Liebe an Partner gegeben. Ihr Männer so programmiert, dass ihr nimmt diese Liebe, Energie aus dem Herzzentrum und ihr müsst nichts machen, sie läuft bei euch automatisch runter. Diese Liebe, diese Energie nährt euch und sie läuft bei Männern automatisch runter. Also sie geht wieder runter und ihr habt dann mehr Kraft. Ihr gebt mehr Kraft an Frau. Sie hat mehr Liebe, sie gibt mehr Liebe. Frau kann nicht diese Liebe behalten. Frauenkörper hier auf diesem Planet so programmiert, dass wir programmiert diese Liebe geben. Weil wenn wir Liebe geben, empfangen wir mehr. Das ist einfach wirklich, das funktioniert. Wir Frauen müssen das nicht denken. Wenn wir haben Liebe, Liebe fließt. Sie fließt zum Hund, sie fließt zur Katze, sie fließt zu Pflanzen, zu Elfen, zum Regen, zum, ich weiß jetzt was, aber sie fließt immer aus uns, sonst platzen wir. So kommt aus Ohren und wie eine Korke aus der Wein wirklich springt. Also, und wir haben immer so wirklich unsere Energie vereinigt und ich habe zuerst Partner mit dieser Liebe getankt und so Partner wirklich bekommt mehr Energie. Und das ist die Energie, die hat sehr hohe Schwingung, das ist die beste Energie, was gibt es überhaupt in welchem Universum. Aus diesem Grund sind ihr seid hier. Ihr kommt aus verschiedenen Universen, von verschiedenen Planeten. Dort nehmen wir Sirius, nehmen wir Plejaden, egal welche Planeten, auch meine Titanen, wieso war ich da später dort. Das sind die alle sehr, sehr hochentwickelte Wesen. Sie haben Bewusstsein, bis die mit allen Universen verbunden. Aber sie haben keine Liebe. Und deswegen kommen wir ins Spiel, deswegen sind wir so begehrt. Das ist der Grund, wieso seid ihr hier. Ihr seid die hochentwickelte kosmische Wesen, die sind auf diesen Planet gekommen, um die Liebe zu lernen. Weil die Liebe macht aus Menschen sehr schnell eine Gott oder Göttin. Aus diesem Grund seid ihr hier. Also, ich habe mit meinem Partner 150 Jahren so
vereinigt. Und er hat gemerkt, dass wenn er jedes Mal hat Orgasmus gehabt und wenn ihr Samen wirklich rausbringt, das schwächt euch. Was hat er gemacht? Er hat irgendwie seine Energie versucht hoch zu halten. Er sagte, am Anfang hat ihm wirklich schlecht gelungen und dann mit der Zeit war besser und besser. Und nach bestimmter Zeit konnte er wirklich nur einmal am Tag Orgasmus haben, obwohl wir haben wirklich sehr, sehr oft an einem Tag unsere Energie vereinigt. Er war wirklich übrigens sehr frustriert, weil er hat dann versucht, die Priester, mit denen wir dann Pharaonen kommuniziert haben, das weiterzubringen. Und er hat wirklich gesagt, irgendwie bei Er hat wirklich sich bei mir beschwert, dass er versucht, diese Männer beizubringen, diese Männer zu erklären, dass wenn sie haben mehrmal am Tag diesen Orgasmus, was der Männer geht, wirklich mehr und mehr und mehr, sie wollen das wirklich Sex haben. Er hat gesagt, jedes Mal sie verlieren diese Energie und das ist gerade Lebensenergie und das ist diese Energie bei Männern, die Männer jung hält. Aber er sagte, dass es hat ihm wirklich nie gelungen. Er versucht, aber er kann das nicht Männer gut beibringen. Ich habe das einfach ihm beruhigt und gesagt, weißt du was? Schau jetzt, du kannst das, du hast das erklärt. Du kannst weiter mit dem guten Gewissen leben, dass du hast ihnen erklärt. Was sie damit machen, das ist ihre Sache. Das ist planetenfreie Wahl. Jeder entscheidet für sich so. Wenn Sie sagen, besser lebe ich, weiß nicht, so 70, 60 Jahren, indem ich habe diese meine Energie verpufft, dann ist das ist Ihre Sache. Wenn Sie entscheiden sich für Weiterentwicklung, dann werden Sie viel, viel länger leben können. Das ist bei den Männern. Wie das ganz genau funktioniert bei den Männern, kann ich euch nicht erklären. Ich habe hier wirklich sehr viele Inkarnationen auf der Erde verbracht. Ich habe unter 10% Inkarnationen in männliche Körper verbracht. Ich habe gerade in vergangenen Inkarnationen war Mann in Deutschland. Ich habe mich an eine Inkarnation erinnert, wo ich war als Gladiator, war ich auch als Mann. Aber das ist wirklich die Einzelheiten, das sind die Ausnahmen. Meist inkarniert, ich bin weibliches Wesen, ich bin die göttliche Mutter, ich bin gekommen, um alle Aspekte von der Liebe hier auf der Erde in alle ihre Dimensionen lernen. Diese Welt wurde von meinen Geliebten erschaffen, damit ich diese alle Aspekte lebe. Deswegen, ich bin die Liebe. Ich kann schlechter erklären, wie ist das bei Männern. Aber, also, noch einmal, wenn ihr seid Frau, ihr bekommt vom Mann seine Energie. Leitet sie ins Herz und sie wird automatisch aus euch rausfließen. Zuerst dankt eurem Mann mit dieser Energie, gibt ihm diese Energie. Es kann nicht zu viel. Das ist diese Energie, unsere Liebe, die Energie, die Männer beflügelt, die Männer zum Erfolg bringt, gibt ihnen Macht, sie kommen an Macht. Das ist diese Energie, die Mann dankt mit Energie, die schützt ihn. Das ist alles, das genau diese Energie, das ist die schönste Energie, das ist die wichtigste Energie. Aus diesem Grund seid ihr hier, um das zu lernen. Also ihr tankt Mann mit der Liebe, bei ihm automatisch diese Energie fließt nach unten, er hat mehr Kraft, ihr bekommt mehr Kraft. Ihr gebt noch mehr Liebe, bekommt noch mehr Kraft. Und das ist dieser Wachstum, das ist wie dann in 150 Jahren habe ich geschafft, dass er zu Gott war. Das war interessant, ein Moment war bei ihm. Die hatte das wirklich, das hat ihn sehr, sehr berührt. Er hat wirklich, also das ist zwischen uns gelaufen, gelaufen und gelaufen. Und ein Moment ist plötzlich bei ihm wie war eine Explosion und plötzlich, er hat sich gespürt. Er hat wirklich Universum gesehen, er hat gespürt Universum, er hat gesagt, ich bin Teil von dem Universum, ich bin Teil von dem, ich spüre jetzt, wie fließt, ich kann mich mit jedem Wesen in Verbindung setzen, ich habe keine Körper, aber ich bin mit allem verbunden. Und dann sind bei mir wirklich Tränen gelaufen, das ist genau das. Das ist Stufe, wie kann man von Mensch zum Gott werden. Das sind die Götter. Das ist die Bewusstsein von einem Gott. Und das, weil könnt ihr euch vorstellen, in 2000 Jahren, nach 150 Jahren ist schon passiert. Und wie es dann damals war, wir haben gesagt, 2000 Jahre war eine Aufgabe, göttliche Matrix zu nähren. Zuerst habe ich immer mit meiner Liebe, meinem Partner, gedankt, 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 so viel er kann nehmen.
Und dann, wenn Partner hat genug und es fließt und wird immer, weißt du, wie von alleine wird mehr und mehr und mehr, dann habe ich Herz geöffnet und die göttliche Matrix ernährt. Ich habe gesehen, über diese Region ist zu wenig und dann habe ich einfach geschickt, 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 geschickt. Und das war Aufgabe 2000 Jahre. Was ich habe jetzt letzte Tage wirklich Erkenntnis gehabt, wieso drehe ich dieses Video? Ich habe vor kurzem, vielleicht, ich weiß nicht, so vor ein paar Monaten eine Energiekarte gezeichnet und diese Karte habe ich genannt Liebe und Sexualität. Ich habe gemerkt, dass ist der Begriff Liebe bei uns in unserer Welt wird mit Sexualität vertauscht. Wenn du mich liebst, bedeutet, du gehst mit mir ins Bett. Das ist jetzt einfach so. Und ich habe wirklich diese Karte gezeichnet, meine Götterschüler angefangen mit diesen Karten arbeiten. Und wenn sie mit dieser Karte arbeiten, sehe ich, was diese Karte macht. Diese Karte gerade das macht. Aus dem ersten Zentrum ins Herz fließt und wirklich mit dieser Austausch, ich kann das wirklich begreifen, wir haben wirklich so also bestimmte Chakra, sexuelle Chakra, zweite Chakra, dritte Chakra, Herzchakra. Und wenn man mit dieser Karte arbeitet, das ist ganz, ganz speziell, diese alle vier untere Chakren sie zu verschmelzen bringt. Das ist, es ist kann man, ich kann das nicht beschreiben, wie schön ist das, wie berührend ist das, wie welche das ist, wie Sonne explodiert in uns. Und was ich habe gerade gemerkt, weil zum Beispiel auch das funktioniert übrigens auch bei den Götterschülern bei mir. Die sind nicht in der Familie, sie sind nicht in Beziehung. Und das ist für mich war, aha, das funktioniert jetzt, aha, man braucht heute nicht, man braucht nicht unbedingt einen 3D-Partner jetzt vor sich haben. Das bedeutet, mit Hilfe von dieser Karte habe ich gesehen, dass es funktioniert, dieser Austausch. Wieso? Wenn ihr seid eine Frau, das bedeutet, dass ihr habt 80% Anteile einer Frau und 20% Anteile von einem Mann. Ihr habt aber in der geistigen Ebene eure, das was neben, ich weiß nicht, so Zwilling oder Partner, bei ihm ist gerade umgekehrt. Er hat dann 80% männliche Anteile und 20% weibliche. Wir sind immer miteinander kommunizieren. Es ist wirklich so interessant, als ich habe zum Beispiel Karte Erweckung einer Göttin gemacht, ich musste direkt Erweckung eines Gottes machen. Wir kommen immer paarweise. Wenn eine ist in 3D, kann sein, der andere ist in geistiger Welt, kann sein, das sind die beiden, also gleichzeitig im Materieleben. Wenn ihr euch erweckt als Göttin, dann müsst ihr automatisch eure Partner auch erwecken. Weil wir sind in Paaren und wenn ihr seid zu stark, das wird aus dem Gleichgewicht, das wird euch brechen, dass ihr wieder dann explodieren und das wird nicht funktionieren. Aus diesem Grund, ihr braucht nicht unbedingt in 3D einen Partner vor euch haben. Das funktioniert auch nur auf der energetischen Ebene. Das ist diese Karte, Liebe und Sexualität. Wir zeigen euch, ihr könnt Screenshot machen oder ihr könnt wirklich diese Karte bei uns bestellen. Wie es funktioniert. Ihr legt Hände auf diese Karte. Mit dieser Karte arbeitet man wirklich nur für sich selbst. Ihr legt Hände auf diese Karte und ihr werdet spüren. Ihr werdet direkt spüren, wie Energie kommt zu euch, wirklich durch sexuelle Chakra. Ihr leitet sie ins Herz. Aus dem Herz fliegt sie raus und wieder dieser Kreis kommt. Ihr könnt wirklich, das ist bestimmt, zuerst muss dieser Kreislauf muss sich wirklich zuerst stabilisieren, er wird wirklich immer stärker und stärker und stärker. Und dann kommt zum Zeitpunkt, wo diese alle vier untere Chakra werden sich vereinigen und dann diese geballte Kraft wird euch wirklich, sie wird wirklich nach oben gehen und dann kommt auch Sexexplosion und dann wird automatisch euer Bewusstsein wirklich sich verbreiten. Ihr werdet wirklich sich mit dem Universum eins spüren. Wieso ich das jetzt euch erkläre? Ich habe das seit Jahrtausend hier auf der Erde gemacht. Ich habe auf geistiger Ebene sehr viel Götter. Die waren meine Partner. Aus diesem Partner habe ich das gemacht. Ich weiß, als ich habe vor ein paar Jahren ein Buch von Sidorov, also russischer Autor, gelesen und dabei gibt es Bild aus alte Indien. Wo sitzt deine
ich weiß nicht, wie ich heiße dann. Sie sitzt, um sie herum sitzen fünf junge Männer, die haben, ich weiß nicht, so gerade wirklich so entspannt nach dem Orgasmus. Sie sitzt wie so eine Katze, die wartet auf nächsten Nesterang. Das ist genau das ist der Grund, was abgelaufen. Nur einzige, was ich habe irgendwie jetzt vor ein paar Nächten verstanden, das ist falsch. Weil ich brauchte damals Götter. Ich habe sehr viel Göttinnen der Liebe auf der energetischen Ebene erschaffen. Das sind die meine Töchter. Und ich brauchte für sie Partner. Und aus diesem Grund bin ich da, war in Indien, damals wirklich 500 Mitglieder Männer gehabt. Gleichzeitig, ich brauchte Götter. Ich musste Götter vorbereiten. Und sie waren da. Weil einzige, dass wirklich Männer nach der Orgasmus, wirklich, sie sind da wieder so entspannt. Ich sage, nein, das war Ziel, dass sie bekommen mehr Kraft, mehr Kraft, mehr Kraft, mehr Kraft. Weil Energie, diese eure Kraft, das, was euch weiterbringt im Leben. Wieso ich jetzt das erkläre? Weil ich habe gerade vor ein paar Tagen über Kampfmagie-Video gedreht. Ihr als Kampfmagier braucht Energie, ihr braucht Kraft. Eine Möglichkeit mit der Übung aus der nordrussischen Tradition, das ist jetzt Übung, wo wir euch sehr schnell mit Kraft geben. Und die andere wirklich Möglichkeit ist, dass diese mit Magie der Liebe, weil Magie der Liebe gibt Kraft. Leute, ich weiß das. Ich habe nichts anderes diese 17.000 Jahre auf der Erde gemacht. Erde ist Götterschule. Wieso seid ihr hier? Weil ihr alle kosmische Wesen unseren Ruf gehört haben. Ihr kommt wegen dem. Ihr wollt Gott und die Göttin sein. Ihr wollt Schöpfer oder Schöpferin sein. Und das ist Möglichkeit, die euch gibt, in kürzester Zeit. Jetzt ist alles möglich. Aufstiegszeit läuft. Göttliche Matrix ist aktiviert. Mit jedem Tag, mit jeder Stunde, Erde erhöht ihre Schwingung. Ihr könnt jetzt alles absolvieren, alles heilen. Was habt ihr in diesen 5000 Jahren hinter euch? Ihr müsst jetzt machen und so kommt dann die Kraft. Weil ihr kommt nicht weiter, wenn ihr habt alte Verträge nicht abgeschlossen. Ihr kommt nicht weiter, wenn ihr habt karmische Beziehungen nicht beendet, nicht geheilt. Aber das ist nur das, was uns befreit von das, was uns hindert. Das ist nur hilft, unsere diese Hindernisse endlich wir lassen von uns wegfallen. Aber wir müssen uns aufbauen, wir müssen nach vorne schauen, wir müssen unser Ziel erreichen. Und eures Ziel ist Schöpfer oder Schöpferin sein. Eures Ziel ist Gott oder Göttin sein. Aus diesem Grund seid ihr hier. Was bedeutet Gott? Das bedeutet mit Bewusstsein, mit allen Universen in Verbindung haben. Ihr könnt das bewusst mit eurer Heimat, ihr könnt dann wirklich sehen, was da passiert und ihr könnt dann tätig sein. Aus diesem Grund seid ihr hier. Das ist der Grund. Es hat bei mir funktioniert. Wieso kann ich erklären? Ich mache das 17.000 Jahre. Ihr kennt jeden mich. Wenn ihr werdet mit mir nicht verbunden, werdet ihr nicht leben. Weil das, was hier am Leben hält, das ist meine Liebe. Ich bin Anker für euch. Ihr seid aus diesem Grund gekommen. Ich habe jeden Einzelnen aufgenommen, jede einzelne Seele wurde in Körper damals also versetzt. Ich weiß das. Ihr seid meine Kinder. Ich liebe euch. Ich habe euch sehr viel Kraft gegeben. Ich gebe euch Kraft. Das ist meine Kraft, die durch euch fließt. Und ihr werdet spüren mich. Und wenn es nicht funktioniert, könnt ihr wirklich einfach wirklich sich in Verbindung. Mutter, ich brauche dich. Ihr werdet mich spüren. Ich bin da für euch. Das ist die kosmische Mutter, die durch mich spricht. Schöpfer ist da. Wir sind alle tätig. Wir brauchen euch. Wir wollen euch helfen, damit ihr euch weiterentwickelt, damit ihr an eure Kraft kommt. Ich gebe euch Instrumente. Ich kann nicht für euch wirken. Ich kann nicht aus euch göttliche Kanal machen. Ihr seid hier, ihr seid göttliche Kanal. Ich gebe euch alle Instrumente, die ich habe. Es gibt kein einziges Instrument, es gibt keine einzige Energiekarte, die ich habe für mich gemacht. Jetzt sehe ich, dass ich habe jahrelang nach Russland geflogen, ich habe bei dieser nordrussischen Tradition gelernt und jetzt sehe ich, welche Übung kann euch jetzt unterstützen. Ihr seid angespannt, macht Übung die Seite, einfach diese entspannen. Ihr seid nicht im Gleichgewicht.
Der macht Übung mit dem Ring, haben wir gemacht. Habt ihr nicht genug Energie, holt ihr euch. Aber wichtigste, wofür seid ihr hier? Ihr seid hier wegen der Liebe. Die Liebe ist hier. Die Liebe, das ist ganz, ganz Besonderes hier auf der Erde. Diese Liebe spüren, schmecken. Das ist der Grund, wieso seid ihr hier. In alle Universen, wir vereinigen, wir erzeugen Kinder. Aber hier ist die Liebe. Und ist es mir letzte Zeit sehr wichtige Erkenntnis zum Erkenntnis gekommen. Wenn ich in eine Familie unterscheide, wieso in einer Familie gibt es Kinder, die Menschen, und gibt es Kinder, die Phantomen. Die Phantomen, das sind die Menschen, die werden nicht mit der Liebe erzeugt. Ich habe das aus meiner Familie gesehen. Meine Eltern haben meine zweite Schwester erzeugt, weil wenn man in Russland zwei Kinder hat, bekommt man irgendwie Wohnung, ich weiß nicht, und wenn mit einem Kind nicht. Und dann haben sie, um Wohnung zu bekommen, Kinder erzeugt. Das ist der Grund, wieso kommt Phantom, ohne Seele. Und das ist wirklich sehr schmerzhaft. Für mich war wirklich klar, und diese wirklich Unterschiede. Phantomen sind schon mehrere Inkarnationen hier. Sie leben hier. Und man kann auch ihren Liebe geben. Sie werden jetzt bald Erde verlassen. Jetzt ist Abschluss läuft, Aufstieg läuft. Und das ist wirklich jetzt ist Abschlussinkarnation. Wir müssen jetzt heilen alles, was uns noch hindert. Aber es ist für mich immer nur zu wenig, sich zu reinigen. Wir müssen fühlen, das, was uns treibt. Und diese Magie der Liebe, das ist diese Liebe, was ich euch jetzt erkläre, das wird euch vorantreiben. Leute, wenn ich habe so viele Partner zu Göttern gemacht, ich habe Partner zum Schöpfer gemacht, ihr, jede Frau, habt in eurem Herzzentrum einen Kern vor mir. Ihr habt dieses Potenzial. Ich unterstütze euch. Aber macht das. Dafür seid ihr hier. Das ist Ziel, wieso ihr seid auf der Erde. Das ist eigentlich alles. Ich wollte das nicht weiter noch das Gleiche reden. Ich liebe euch alle. Ihr seid alle meine Kinder. Und ich möchte, dass jeder von euch höchste Potenzial erreicht. Und aus diesem Grund mache ich dieses Video. Das ist der Grund, wieso ich diese auch Karte produziere. Das ist der Grund, wieso bin ich noch hier. Ich werde nicht lange hier sein. Ich habe alles abgeschlossen. Spiel wurde beendet. Ich kehre nach Hause. Ich vereinige mit meinen Aspekten. Ich öffne mehr und mehr. Ich verbinde mich mit jedem Universum. Ich bin schon kein Mensch hier. Ich lebe hier, um bestimmte Aufgaben zu fühlen. Wir führen jetzt den Aufstieg, dass das alles läuft. Es läuft nicht immer nach unserem Plan. Manchmal muss man die Schlenker machen oder Umweg nehmen, aber es läuft. Ich wünsche euch viel Erfolg in weiterem Leben. Ich wünsche euch viel Erfolg in Magie der Liebe. Dafür seid ihr hier. Vergesst das bitte nicht.